Wonach wühlen die denn? Hä? Wonach wühlen die denn? Nach Erdöl. Jo, pass auf. Wir haben gerade eine richtig schöne Aussicht. Hä? Wir haben gerade eine richtig schöne Aussicht. Du fährst da unten auf den Arsch. Ja. Freundchen, du. In den Besen hier. Hier oben. Wie du möchtest. Oder mal mit Ruf holen. Wie du möchtest. Kannst du theoretisch einmal da drunter doin. Aber dann hat er irgendwann keine Borsten mehr, glaube ich. Ja, dann kannst du hier oben reinstellen. Ja. Oh. Ui, ui. Ui! Ui! Der ist aber untertourig, der ist kalt. Der ist aber ganz gut kalt. Eieiei! Dort? Was? Mal gucken, ob ich den finde. Und mal gucken, ob ihr schon was geschrieben habt. Ja, okay. Zwei Zuschauer. Boah, das hängt voll. Es tut mir leid, falls das bei euch auch so hängt. Ich hoffe mal, dass das nur bei mir ist. Meinte er nicht noch einen Sack Futter? Ah! Okay. Machen wir Kaltstart. Das springt saugut an, ey. Diese Pfeife, ich liebe sie immer. Einfach nur geil. Bitte schön, mit Empfang überlegen. Dankeschön. Ah, jetzt hängt mein Stream schon wieder. Ah, so. Anscheinend wieder reiten. Deswegen steht die Bank auch da. Das ist immer die Aufstiegshilfe für aufs Pferd. So, vielleicht kann ich hier noch. So, dann machen wir einen zweiten rein. Und dann machen wir aus. So. Den einmal runter. Aber scheint ja jetzt einigermaßen flüssig zu laufen, oder? Ich hoffe, ich denke. Ah. Dann machen wir nämlich jetzt mal das Modul sauber. Oh, was oben drauf ist. Mutter, fertig mit dem Reiten. Warum möchtest du unbedingt E-Auto-Tester werden? Ja, tatsächlich bin ich bisher noch kein E-Auto gefahren.
das Wasser doch gerade trinken. Oder nicht? Ja, aber wenn, wenn ich weit genug drin bin, kann man das stehen lassen. Ja, mal gucken. Wenn du... Hast du dich verschluckt oder was? Ach, die Arme. Eigentlich eine gute Übung für meinen Fuß. Eine Blume. Hätte die Abstände noch größer machen müssen. Aber egal, eine Blume. Müsst direkt wegfahren. Willst du das machen? Ja oder nicht? Ist das hin? Klar. Ja, dann hier, dann holst du noch andere Kabel. Holst du eine Mistgabel mit? Ach so, ich dachte auf den Misthaufen. Ich würde da drauf, da kommen wir jetzt wieder drauf. Boah, ich kann es versuchen. Ja. Ich glaube, das kriege ich auch hin. I try. Fertig machen. Ich hole hier. Besten gehst du vorne die Kabel rein. Okay. Oh, zu viel Schwung. Gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Muss ich erstmal hinbekommen, den richtigen Schwung drauf zu haben. Ich zeige erstmal, glaube ich, gerade mal, was ich umgebaut habe auf Hand. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber einen Teil habe ich schon gemacht. Im Stream habe ich das schon mal gezeigt. Und auf Instagram und sowas. Aber ich zeig's trotzdem mal. Einmal Arbeitsleuchte nach hinten. Hier kommt noch ein Klemmkästchen drüber. Masse einfach vom hier vom Schutzblech geholt. Hier hoch ein Röhrchen geschweißt. Dann nochmal Gruß an einen Arbeitskollegen, der meinte, zwar eigentlich mit Schellen festmachen. Aber ich habe dann tatsächlich doch direkt das Rohr geholt. Aber auch das Idee, auf die Idee mit dem Rohr kam er. Einmal hier hoch, hier rüber. Hier habe ich ein bisschen scheiße geschweißt, ich weiß. Sieht alles nicht so 1A aus, aber ist für mich in Ordnung. Ich kann normalerweise, also das ist meine zweite richtige Schweißnaht, die ich gemacht habe. Einmal Arbeitslichter, hier gehen Kabel rüber. Ich kann später noch so ein Winkeleisen drüber. Ein langes, dass dann da auch nicht drauf tritt, das schön versteckt ist. Und ich habe es endlich geschafft. Beim Hanomag war es ein Kampf. Beim Fendt war es easy. Hatte ich meinen Fehler diesmal, ja, wie heißt es, überdacht habe. Genau, ich habe vor allen Dingen eine Sicherung dazwischen gebastelt, damit wenn was passiert, die Sicherung erst auslöst und nicht irgendwas kaputt geht. So, wenn euch das Video bis hierhin schon mal gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Genau. Down and take off your boots, you rhinestone fraud.